Hier ist Karen mit deinem Soul Talk Podcast. Ich inspiriere und ermächtige selbstständige, feinsinnige und sensitive Frauen und Mütter, auf ihren Transformationsreisen zu ihrer Klarheit und Verbindung zu finden, damit sie in tieferer Erkenntnis ihrer inneren Essenz, ihrem wahren Selbst, ein erfüllteres Leben und Business führen, das ihnen wirklich entspricht. Dafür stelle ich einen hochfrequenten energetischen Raum der Liebe und Wertschätzung zur Verfügung, damit sie ermutigt durch Ängste, Zweifel und erlernte Muster wandern, um ihre innere Wahrheit kraftvoll umsetzen zu können. In dieser Staffel teile ich Kapitel aus meinem neuen Buch Book of Love, in dem sich alles darum dreht, wie du durch Soul Leadership deine Sehnsüchte erfüllst, zu dir nach Hause findest und deiner Bestimmung wirkungsvoll folgst. Hey, hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute teile ich mit dir das Kapitel Der Ruf der Seele. The Point of No Return. Und beschreibe diesen Zustand anhand einer Geburt oder eines Geburtsprozesses zu einer Entscheidung, den ich im Dezember um die Weihnachtszeit oder zwischen Weihnachten und Neujahr 2017 erlebt habe, der hochemotional war und alle möglichen alten Gedanken, Gefühle, Ängste nochmal durchgeschleust hat. Und wie das so war, kannst du jetzt hier in diesem Kapitel erfahren. Viel Freude dabei. Man sagt ja, und ich bin auch dabei, es gibt eigentlich kein Müssen. Ja, es geht darum, was deiner Führung entspricht und was für dich stimmt. Aber in meinem Leben habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht, dass ich in bestimmten Lebensphasen wirklich von meiner Seele an die Hand genommen wurde und innerlich kristallklar wusste, fühlte, einfach wahrgenommen habe, dass jetzt hier keine Wahlmöglichkeit mehr für mich existiert, sondern nur noch dieser nächste Schritt möglich ist. Viel Spaß dabei. Der Ruf der Seele. The Point of No Return. Das Thema Buchschreiben begleitet mich schon seit fast 20 Jahren. Es hat mich in meinem ureigenen Rhythmus immer wieder tief bewegt, durchgeschleudert und wachsen lassen. Es gab Zeiten, da dominierte dieses Thema wirklich mein Leben. Wechselte zwischendurch in den Schlafmodus, waberte meinem System und triggerte alle möglichen alten Programmierungen in mir. Du kannst dir das so vorstellen, dass ich mit dem Thema, ein Buch zu schreiben, seit Jahren auf vielen unterschiedlichen Emotions- und Gedankenwellen unterwegs bin und durch mein Leben surfe. Im letzten Jahr lag mein Fokus auf dem Online-Business und damit verbunden bei der Konzentration auf die Produktion von Videos, wie geht es Marketing, wie kreiere ich einen Online-Kurs und Interviews und so war ich ganz weit weg gefühlt in mir vom Schreiben. Es kam die Zeit der Rauhnächte, 12 Nächte zwischen Weihnachten und Drei Könige, die sich besonders eignet, um Rückschau zu halten und sich auf das neue Jahr vorzubereiten. Und das Alte entsprechend bewusst zu verabschieden. Am 22. Dezember nahm mich meine Seele intensiv an die Hand und durchkreuzte zum x-ten Mal meine Pläne. Ich musste tatsächlich mit starken grippalen Symptomen das Bett hüten. Geplant war ein allererstes Weihnachtsfest zu dritt in unserer Familie, die wir mit viel Zeit und Ruhe gemeinsam genießen wollten. Ich konnte jedoch nur liegen, da ich mit allem total schnell überfordert war und ganz schnell in Panik geriet. Jetzt kleiner Einschub von meiner Seite, das war schon Dezember 2017. So fiel ich für meine Familie aus. Es war mir zu viel zu entscheiden, wann wir den Weihnachtsbaum aufstellen, geschweige denn, ihn mitzuschmücken. Alle Gespräche und Worte raubten mir jede Energie und zwangen mich dazu, wieder ins Bett zurück zu wandern. Ich wurde in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr innerlich, emotional, intensivst durchgeschüttelt und ich hatte mich erneut existenziellen Ängsten wirklich tief zu stellen. Es kam mir vor wie eine richtig schwierige Geburt. Doch eine Geburt von was? Mein Kopf fand keine Antwort.
Und ich brachte mich ganz schnell in gedankliche Angstschleifen, die in rasanter Geschwindigkeit bis zur Panikattacke Fahrt aufnehmen konnten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, dachte ich dann immer nur. Bloß nicht denken. Atmen. Fokus auf die Gegenwart. Bewusst ein- und ausatmen. Beten. Seelenverbindung. Ruhe zulassen. Dann zog ich mir die Bettdecke über den Kopf und rollte mich darunter zusammen. Was war denn bloß los? So etwas hatte ich in der Form noch nie erlebt und ich hatte wirklich gefühlte tausendmal schon meine Ängste durchschritten. Eine Neugeburt für mein Soul-Business stand an und ich versuchte verzweifelt einen Plan in meinem Kopf zu kreieren. Plan und Soul-Business. Ha, das ist ja schon der Witz überhaupt. Dennoch passierte all das in mir. Ich konnte nicht loslassen. Biss mich an meinen Gedanken fest, die krampfhaft einen Plan und eine Strategie herausarbeiten wollten und dementsprechend auch verabschieden, greifbar machen wollten. Mit welchen konkreten Angeboten sollte ich 2018 rausgehen? Es fühlte sich essentiell an, mit meiner Gabe Geld zu verdienen, damit ich meinen Part zum finanziellen Wohlergehen der Familie leisten kann. Die letzte sehr intensive Gruppe, die ich leitete, war im Sommer beendet worden. Warum wartete ich denn schon wieder so lang? Bewertung lief in mir ab. Was konnte ich meinem Mann sagen? Mit welchem Angebot würde ich den Budgetplan denn jetzt erfüllen können? Um das finanzielle Loch zu stopfen. Es musste doch eine Klarheit in mir geben. Ich zermarterte mir das Hirn und strengte mich an, meinem Herzen zu lauschen, um meine innere Wahrheit zu hören. Ist auch schon wieder ein Toll. Muss ich schon wieder einschieben. Ich strengte mich an, meinem Herzen zu lauschen. Was war denn jetzt genau mein nächster Schritt? Eine neue Jahresgruppe online auflegen? Der Kopf sagte, ja, ja. Die Seele, nein. Nein, nein. Und da war es. Bam! Das Feld der Unsicherheit, der Unwissenheit, der Unvorhersehbarkeit. Nein, 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 nicht das schon wieder. Doch, 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 sagte meine Seele und zwang mich liebevoll in die Haltung der Hingabe. Atmen. Ruhe. 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 Im Dezember hatte ich einen Online-Adventskalender geführt. Mit Karens Lichtfunken stellte ich über Facebook 17 Interviews mit wundervollen Menschen kostenlos zur Verfügung. Jeder meiner sogenannten Soul Talks war durch die Herzkommunikation und die Energie eine Quelle der Inspiration. Ich war meiner Intuition und Freude gefolgt und hatte es einfach so gemacht. Eine Art Mini-Online-Kongress sozusagen, ohne das Sammeln, das Einsammeln von E-Mails und Verkauf. Einfach so, weil ich im Dezember einen Lichtfunkenteppich für die Menschen kreieren wollte, auf den Herzbegegnungen stattfinden konnten. Ein Entschleunigungsangebot als Gegenpol in der von vielen Menschen als hektisch empfundenen Adventszeit. Ich befand mich also regelmäßig in den sozialen Netzwerken und fühlte Ende Dezember ein enormes energetisches Feld voller Druck und Leistungsdenken, denn viele meiner Kollegen aus dem Netzwerkumfeld boten ihre kostenpflichtigen Jahresabschlusskurse oder schon die neuen Mastermind- oder Jahreskurse für 2018 an. Diese Energie forderte mich total raus. Oh Mann, ich müsste doch auch, ich sollte doch dies oder jenes machen. Schrecklich. Ideen hatte ich genug, daran mangelte es nicht. Letztlich kam der Ausstieg aus diesem Wahrnehmungsfeld dann am letzten Interviewtag. Und ich fühlte mich am 22. Dezember von jetzt auf gleich krank. Innerhalb von 2 Stunden ging gar nichts mehr und ich musste mich wirklich total schnell ins Bett begeben. Ab diesem Moment war es mir nicht mehr möglich, Laptop oder Handy zu nutzen, um zu lesen, um zu teilen oder einfach nur kurze Posts zu verfassen. Mir wurde jedes Mal kotzübel. Also Rückzug. Inner Retreat. Krankenzimmer, in Anführungsstrichen. Ruhe, Stille, Seelenzeit. Kurze Anmerkung meinerseits. Ich bin sehr, sehr selten krank, weil ich einfach immer
schaue, was die Botschaft ist. Ich wusste, dass meine Seele mich hier ins Bett befördert hatte. Back to my roots. Zurück zu mir selbst und meiner Herzensweisheit. Die nächste Runde. Was ist denn jetzt meins? Was will als nächstes durch mich in Form gebracht werden? Wie benenne ich meine Dienstleistung jetzt und kreiere ein Angebot, das Menschen hilft, tiefer in die Verbundenheit mit ihrer Seele zu sinken, um ihre Wahrhaftigkeit, Liebe und Erfüllung zu leben und zu spüren? How may I serve? Der emotionale Tanz bewegte sich auf der Welle der Leistungsenergie. Ich muss, ich sollte, ich hätte doch, ich könnte. Hinzu, ich sinke tief in mein Sein, kann nur noch Ruhe und Stille zulassen. In diese hinein lauschen, atmen. Ich übte in diesen Tagen und Nächten meine Intuition auf die Liebesessenz und Verbundenheit zu lenken. Es war wirklich ein wilder Tanz zwischen alten Gedankenschleifen und Gefühlen und meiner neuen Ausrichtung aus noch tieferer Verbundenheit, noch tieferer Wahrhaftigkeit mit meiner Seele, Hand in Hand und der Essenz der Liebe herauswirken zu wollen. Ich hatte das Gefühl, dass ich die neue Ausrichtung mehrfach am Tag zu treffen hatte. Es war wirklich ein tagelanges wildes Tanzen zwischen meinen altbekannten Konzepten und die Ausrichtung auf ein Leben in Erfüllung, Sichtbarkeit, Freude, tiefen Frieden, Verbundenheit, Klarheit und Inspiration auf einer neuen Bewusstseinsebene. Es ging mir unter die Haut. Mein Verstand wusste mal wieder gar nicht, was los war. Die Angstzustände, die dieses Mal bis hin zu Panikattacken in mir gipfelten, rauschten wie ein emotionaler Tsunami durch mich durch. Ich hing wiederholt in dem Gefühl der absoluten Entscheidungsunfähigkeit, dem Chaos und der Überforderung fest. Mein Verstand wollte einen Plan erkennen. Und mir wurde sofort übel. Er wollte ihn nicht erkennen, er wollte ihn krampfhaft erdenken. Resultat. Er wollte Resultate. Es ging nicht. Ruhe und Stille. Und das sofort bitte. Wieder und wieder. Ich übte den totalen Rückzug vom Alltag und meiner Familie. Alles andere konnte ich nicht aushalten. Zu viel Stimmeinsatz brachte starke Hustenattacken in mir hervor. Zu viele Geräusche und Worte in meiner Nähe katapultierten mich in Gefühle der Panik. Tief in mir drin wusste ich es natürlich. Immer wieder. Seelenzeit, Karren. Ruhe. Ich sehnte mich so sehr nach Stille und Ruhe. Aber Weihnachten und Silvester und meine Familie? Ich stellte die Säule für Haushalt, Kind und solche Feste dar. Ich fühlte, dass ich dieses Mal keine Wahl hatte. Da ich mit dem, was geschah, im tiefsten Einklang mit meiner Seele war. Anders ging es nicht. Gedanken ratterten in mir. Reflexionen liefen ab. Ein ständiges Annehmen und Neuausrichten der Wahrnehmung auf das Feld der Liebe. Ich hatte keine Ahnung, wo mich das hinführen sollte. Nie, ich wiederhole, nie hätte ich in dieser Zeit mit meinem Verstand vorhersagen können, dass dieser Transformationsprozess mein Buchthema offenbaren würde. Doch so war's. Genau so. Obgleich meine Ängste, die mich existenzielle Bedrohung fühlen ließen, kam genau das hoch. Es ist ja nicht so, als hätte dieses Thema in den Tagen zuvor nicht schon mal bei mir aufgeleuchtet. Synchronität. Sagt dir das was? Ich hörte im Dezember in meinem sozialen Netzwerk bestimmt dreimal davon, dass bestimmte Leute sich für 2018 vorgenommen hatten, ihr erstes Buch zu schreiben. Das habe ich sehr wohl wahrgenommen. Ich gab jedoch keine Energie dorthin. Ganz ehrlich, ich fühlte eher Widerstand und Genervtheit. Gedanken wie, oh, nicht das schon wieder, flackerten kurz in mir auf. Da lag ich nun mit abwechselnd ratternden Stressgedanken und tiefen Friedengefühlen im Bett. Die Emotions- und Energiewellen
in mir bauten sich auf und ab. Ehrlich gesagt war das so ein bisschen so vergleichbar wie die Wehen in der Schwangerschaft, kurz vor der Geburt. Die Abstände der Wellen wurden jedoch kürzer bis zu der Nacht, wie bei einer realen Geburt, in der ich weinend dalag und in meinen Ängsten und Panikgefühlen gefangen schien. Ich nahm mir ein Blatt Papier, um die nächsten Schritte für mein Soul-Business einfach runterzuschreiben. Ich schrie mich weinend selber an und forderte meine Seele auf. Okay, was ist es? Worum geht es hier? Sag es mir. Meine Wahrheit. Mit Tränen in den Augen schrieb ich einfach runter, ohne nachzudenken. Ich war im Alpha-Modus. Ich muss gerade wieder an meine tatsächliche Geburt von meiner Tochter denken. Da ist nichts mehr mit Ego. Kurz vor der Geburt. Das ist ein anderer Zustand. Und ähnlich war es hier. Mein Verstand war nicht mehr da. Ich habe einfach runtergeschrieben. Und es kam. Step 1. Buch. Step 2, 3, 4, 5 folgten fließend, da sie schon länger in mir reiften und quasi abrufbereit dalagen. Widerstand. Nein, das wollte ich nicht lesen. Nicht schon wieder dieses nervige, Never-Ending-Story-Thema. Die Angst davor, noch einmal mit diesem Buchschreibprozess anzufangen und das Baby erneut nicht auszutragen. Und genauso wichtig, es der Welt nicht zeigen zu können, raubte mir fast den Atem. Die Emotionen schraubten sich in mir hoch und ich wusste, dieses Mal gab es keinen Weg zurück. Es war ein subjektives Gefühl wie sterben müssen. Wenn ich dieses Mal nicht Sorge dafür tragen würde, dass dieses Buch Baby wohlbehalten, von mir geliebt, wertgeschätzt und geschützt auf die Welt kommt. Eine Urkraft drückte all meine Ängste in einen irgendwo in mir zu engen Kanal emotionaler Art, dann letztlich natürlich auch irgendwie körperlich. Dann irgendwann, als ich es wirklich kaum noch aushalten konnte, erfolgte die Entscheidung und damit die Positionierung, aus der Eigenverantwortung herauszuhandeln. Ich traf eine bewusste Entscheidung für mein Buch Baby, trotz aller Ängste, Zweifel und natürlich in all den Jahren zuvor durchlebten Erfahrungen mit diesem Thema. Ich ließ das Drama los. Ein 100%iges Ja, das wusste ich nun. Kein halbes Jahr, kein ich schau mal Ja, kein ich starte erst einmal irgendwie Ja, ein Ja. Ein Ja für den Prozess der Schwangerschaft, ohne zu wissen, wie diese verlaufen wird. Ein Ja für das Baby, das daraus entsteht, das ich später in den Händen halten werde, ohne zu wissen, wie es aussehen wird. Ein Ja für mein Leben mit dem Baby danach, auch wenn ich keinen Plan habe, wie das aussehen wird. Die Entscheidung für das Ungewisse. Die Entscheidung, den Weg zu gehen, und zwar Tag für Tag, ohne Kontrolle, auf das Endergebnis auszuüben. Ich habe mich entschieden, diese Schwangerschaft, also mein Buchschreibprozess, meine liebevolle Zuwendung, Wertschätzung und mein Vertrauen zu geben. Ich habe mich entschieden, hinter dieser Entscheidung zu stehen und diese auch nach außen zu vertreten. Als allererstes von meinem Mann, der diesem, meinem Thema Buch schreiben, aufgrund der Vergangenheit nicht gerade mit tiefem Vertrauen gegenüberstand. Dachte ich. Ich weinte bei meinem Outing ihm gegenüber, weil ich Angst vor Verurteilung in mir trug. Doch ich hatte keine andere Wahl mehr in mir. Ich durchschritt das Angstfeuer und sprach meine Wahrheit aus. Er wurde immer ruhiger, schaute mich an und sagte, er fände diesen Plan sehr gut. Auch er setzte seinen Fuß durch die Tür der Angst und entschied sich dafür, mir sein Vertrauen für dieses Thema erneut zu schenken. Das hört sich für dich alles theatralisch an. Du sagst, ich hätte doch auch einfach Nein sagen können. An diesem Punkt nicht wirklich. Es hat alles mit meiner Wahrheit, mit meinen Innenwelten zu tun. Ich war mit meiner gesamten Gefühlslage an einem Point,
auf No Return angekommen. Ich traf eine bewusste Entscheidung für einen unplanbaren, unberechenbaren, magischen und kompletten Prozess. Von Beginn des Schreibens über die Dauer des Schreibens bis hin zur Fertigstellung, ohne einen Plan zu haben, wie dieser für mich geht. Ich brenne dafür, meinen Seelenruf zu folgen und im allertiefsten Einklang mit meiner Seele zu sein, weil für mich nur da, in dieser Einheit, in dieser Verbindung, die nachhaltige Sinnhaftigkeit, Erfülltheit, Klarheit, Liebe, Freude, Frieden, Fülle, Freiheit, naja, eben alles zu finden ist, was mich in meinem Leben so richtig satt macht. Das ist mir so wichtig, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Es ist ein Feuer in mir. In diesem inneren Prozess entstand in mir das Gefühl, keine Wahl mehr haben zu können. Kennst du das? Meine Ängste machten die Geburt zur Entscheidung so anstrengend. Es war eine Entscheidungsgeburt. Und doch konnte ich nicht anders, als genau durch dieses Nadelöhr der Angst hindurchzugehen, zu mir und meiner Wahrheit zu stehen. Eine Seelenentscheidung und damit ein Seelenauftrag. So soll es sein. Deine Träume still vergraben, der letzte Zug scheint abgefahren. Dass noch was geht, fällt dir so schwer, wenn da nicht diese Sehnsucht wär. Wofür brennst du? Was bringt dich zum Leuchten? Was bringt dich